Meine herzallerliebsten Zuschauer und herzlich willkommen zur nächsten Folge Need for Speed Payback mit dem wunderschönen Porsche 918 Spyder. Ich hatte einfach mal Lust drauf auf den Wagen, wir werden ihn noch ein bisschen fahren. Es gibt im Spiel eigentlich relativ viele sehr geile Racerwagen, ja. Es gibt ja auch noch den Ford GT, es gibt den Lambo, Huracan, Aventador, beide sehr nice. Es gibt noch, was haben wir noch, den Pagani könnte man noch fahren. Aber ich denke, mit P1 und Porsche 918 haben wir auf jeden Fall schon ganz schicke Autos gefahren. Was ich ein bisschen sehr schade finde, ist natürlich, dass wir in Payback kein Ferrari haben. Ich vermisse Ferrari ein bisschen. Wir hatten die ja im letzten Teil hatten wir Ferrari, davor in Rivals hatten wir Ferrari und jetzt hier leider kein Ferrari mit dabei. Ich meine, so ein LaFerrari würde noch gut passen. Das ist ja auch so ein bisschen dieses Trio, ne? Porsche 918, McLaren P1 und Ferrari, LaFerrari ist so ein bisschen dieses Trio aus ähnlichen Supersportwagen. So, wir machen heute nicht ganz so lange. Normalerweise, wenn ich das sage, ist der Part dann immer eine halbe Stunde lang. Heute machen wir wirklich mal nicht ganz so lange, aber ich habe einen Kaffee dabei und soweit dazu. Irgendwer hat es geschrieben in den Kommentaren unter dem letzten Video, Speedcross wird langsam langweilig. Das hatte auch ein paar Daumen nach oben. Persönlich finde ich Speedcross den spannendsten Modus von allen, die wir so haben, weil er ist ja im Endeffekt wie ein Rennen, nur halt noch mit extra Elementen, mit Sprüngen, Driften. Es vereint ja auch ganz verschiedene Elemente. Insofern finde ich rein von den Rennmodi her Speedcross am interessantesten. Aber dazu kommt ja auch noch, dass wir ansonsten auch nichts mehr hatten. Wir sind halt einfach durch. Wir haben nichts mehr, Leute. Ich würde euch gerne noch ganz viel zeigen, aber wir sind halt durch mit dem Spiel. Und ja, wir machen heute ein bisschen mit den Blitzern weiter. Denn wenn wir im Journal gucken, sind wir bei 89% und ich bin bei den Speedtraps bei 26 und bei den Speedruns bei 30. Das heißt, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Es bleibt dabei, ich hätte gerne eine Übersicht, wo ich sehen könnte, ja, wo man sehen kann, was man jetzt alles hat und was man nicht hat. Das fehlt halt wirklich so ein bisschen. Oder ein Filter, den man einstellen kann, dass man halt alle angezeigt kriegt, wo man noch nicht 3 Sterne hat. Weil so muss man jetzt immer selber gucken, auf gut Glück. Und wenn man Glück hat, findet man eben was. So. Da fährt der Wagen erstmal hoch. Vor allem, wie weit der hochfährt, der liegt ja schon unglaublich tief, ne? Aber wenn ich den Motor ausmache, dann geht der nochmal so viel tiefer. Dann liegt der halt wirklich auf dem Boden da. So, los geht's. Ansonsten haben sich die meisten gefreut, dass wir ein bisschen Porsche 918 fahren. Das freut mich. Ich mag das Auto einfach. War mal Zeit, dass wir mit dem ein paar Runden drehen, würde ich sagen. Und der hat zwar nicht so die extreme Höchstgeschwindigkeit. Ich meine, wenn wir das Live-Tuning aufrufen, sehen wir Höchstgeschwindigkeit 374. Und wenn wir das maximal machen wollen, dann 376. Also dem fehlt so ein bisschen Höchstgeschwindigkeit noch. Es gibt ja durchaus Autos, der Regera und so, die 400 noch was machen. Der hier momentan 374 ist sehr schnell, aber ist halt nicht extrem schnell, also nicht über 400. Aber er beschleunigt gefühlt sehr, 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 sehr schnell. Und ansonsten steuert er sich schön, lässt sich gut driften und handeln, hat einen geilen Sound und dann hinten die, ach, wir können mal ganz kurz beim Tuner reinschauen, vielleicht gibt's da ein Upgrade. Hinten bei dieser Auspuffrohre, die oben drauf sind, das ist halt schon richtig abartig brutal. So, 392 ist er. Mal gucken, ob wir hier irgendwelche Upgrades zustande kriegen. Steuergerät könnte man einbauen, damit verlieren wir Sprung, kriegen aber den Wagen 4 Stufen höher auf 396 und wir kriegen ein bisschen Höchstgeschwindigkeit und wir kriegen mehr Nitro. Das ist ein sehr schönes Teil, das bauen wir ein. Genau, da war vorher ein Stufe 16er Teil, deswegen hat sich das sehr gelohnt. Also ich meine, an sich sieht das schon richtig gut aus. 5x 18er Outlaw, 1x 17er Outlaw, das ist viel mehr, das ist schon richtig krass. Wir rollen mal ein bisschen auf Outlaw, vielleicht haben wir ja Glück und kriegen irgendwie einen Teil mit 3 Boni oder so. Man muss halt auch ein bisschen Glück haben. Sprung und Beschleunigung könnte, also minimal Beschleunigung und dafür so viel Nitro hergeben, möchte ich eigentlich nicht. Vor allem Sprung bringt mir nichts, da wäre zwar noch Sprung mit dabei, aber da habe ich ja nichts von. Ein Block mit Bremsbonus, das ist deswegen gut, weil wir dann endlich alle Teile auf 18 haben und der Wagen damit auf 399 ist, aber es ist halt nicht das optimale Teil. So, gibt's dafür vielleicht sogar eine Achievement oder hatten, nee, wir hatten schon 399er, ne? Auf jeden Fall, und wir hatten auch schon 6x Outlaw, wir hatten schon 6x Outlaw und wir hatten auch schon 399. Also der ist jetzt schon sehr gut ausgestattet, der Wagen, aber immer noch nicht perfekt. Da ist immer noch viel Spielraum nach oben bei den Boni. Das ist schön, Tempo scheint nichts zu bringen. Eigentlich wundert's mich, weil Tempo ist ja Höchstgeschwindigkeit und der Tempobonus scheint ja nichts zu bringen, weil wenn ich den austausche gegen Nitro, verlieren wir kein Tempo, aber kriegen Nitro dazu. Also insofern scheint die Höchstgeschwindigkeit schon am Limit zu sein, leider. Schade. Auf jeden Fall hat der Wagen jetzt auch Nitro-Kapazität und Stärke auf Stufe 10. Das ist schon ziemlich fett. Was noch geht, ist Beschleunigung. Jawohl, können wir einbauen. Einmal rolle ich noch. Oder zweimal. Und er ist ja jetzt auch schon bei 3,99. Also wir sind eigentlich... Der Rest ist jetzt wirklich nur noch Boni austauschen. Hoffen auf einen guten Dreier-Boni und so. Ja...
Und dann ist da natürlich Sprung und Bremsen dabei. Wäre das jetzt Nitro, Beschleunigung, Tempo, dann wäre es dann aber gut. Einmal rolle ich noch. Einmal und dann noch einmal und noch einmal, ja. Bremsen und Tempo, das ist leider kein Upgrade. Schade. Also das ist dann schon nochmal eine... Ich habe jetzt zwei Stufe 18er Teile von Outlaw mit drei Boni. Das ist generell schon das, was wir wollen. Und dann müssen noch die Boni stimmen. Also erstmal Stufe 18, dann Outlaw, dann möglichst viele Boni und dann auch noch die richtigen Boni. Und wenn du dann ein perfektes Teil hast, dann... Ja, aber das ist halt wirklich dann wirklich alle sechs Teile perfekt zu kriegen mit drei Boni. Und den perfekten, richtigen Boni ist dann schon sehr viel Arbeit, glaube ich. Zum Beispiel, das hier sind jetzt nette Boni, Beschleunigung und Tempo. Aber ihr seht, der Tempobonus bringt uns tatsächlich nichts mehr. Der Wagen kriegt keine Höchstgeschwindigkeit dazu, obwohl der Tempobonus dazukommt. Die Werte sind gleich. Der Tempobonus, der müsste doch noch ein bisschen mehr bringen, theoretisch bei der Höchstgeschwindigkeit. Da ist ja noch Platz bei dem Balken, aber irgendwie... Schade. Naja, muss auch erstmal wieder reichen. Das sieht ja schon ziemlich fett aus. 3,99 mit 6x Outlaw, teilweise mit 3 Boni. Das reicht erstmal. Ich wollte nur noch mal eben vorbeischauen, wenn man schon hier vorbeikommt. Und der Rest ist dann jetzt wirklich meckern auf sehr hohem Niveau. Grundsätzlich ist der Wagen damit nämlich ein absolutes Monster. Ist er ja sogar schon in Serie und jetzt erst recht natürlich. So, wir suchen aber eigentlich einen Blitzer oder sowas. Ah, ich weiß, was es ist. Es ist ein Totalschaden, ja, das ist es. 218 km/h soll man hier... Genau, der Blitzer ist ziemlich trickreich versteckt, weil der nämlich genau in der Kurve liegt. Du kannst zwar mit 300 noch was Sachen angerast kommen, aber dann kommt trotzdem die Kurve. Und dann wird es wieder brenzlig. Das heißt, wir müssen... 218 ist ja nicht viel, aber wir müssen das irgendwie schaffen, die 218 mit in die Kurve zu nehmen. Und jetzt haben wir es. 200... Oh nee, das waren noch nicht mal 3 Sterne. Moment, das waren 2 Sterne. Jetzt muss ich warten, bis er aktualisiert. 266 km/h soll ich schaffen. Boah, das ist aber wirklich da in der Kurve richtig mies gelegen. So, wir kriegen eine Basislieferung, die können wir gleich aufmachen. Also den Blitzer da so in die Kurve zu legen und dann fast 300 Sachen, das ist schon echt eine harte Nummer. Wir versuchen es mal nochmal. Der Wagen kann das ja locker. Die Frage ist halt nur, wie man die da in die Kurve mitnehmen soll, die Geschwindigkeit. Verdammt, wo ist wohl der Morgen? Und jetzt bin ich wieder voll in die Wand. Ich weiß nicht, ob er dann überhaupt den Blitzer zählt. Offensichtlich nicht. Also da den Blitzer, also das ist schon echt hart. Und 152, ja, wenn du die Wand natürlich berührst, bevor der Blitzer aktualisiert wird, also beziehungsweise wenn du die Wand berührst, bevor du über die Linie kommst, dann hast du natürlich eine sehr schlechte Geschwindigkeit. Wenn du es schaffst, über die Linie zu kommen und erst dann in die Wand zu rammen, dann kannst du da auch 266 machen, aber man muss halt wirklich auch ein bisschen Glück haben und genau den richtigen Winkel da von der Kurve treffen. Meine Güte. Und wenn natürlich dann Taxen hinter dem Hügel kommen, dann wird das sowieso nichts. Und dann kommen wieder andere Autos hinter dem Hügel. Also ich glaube, von der Seite aus hier funktioniert das nicht gut, weil man da den Hügel hat. Und dann sieht man nicht, ob da Autos kommen und dann rast man voll in die rein. Also wir müssen es, glaube ich, schon von oben machen, aber wir müssen halt den Winkel richtig treffen in der Kurve. Ist das eine harte Nuss. Ja, du kannst Blitze natürlich schwer machen, wenn du sie in die Kurve legst. Dann ja, so wird das natürlich gar nichts. Jetzt bin ich zwar nicht in die Wand, aber das war natürlich nur 130. Und wie viel war das jetzt? Hat er das überhaupt noch zählen lassen? Ich wüsste gern, wie schnell das war. Es war ein neuer Rekord, aber es hat anscheinend nicht gereicht für 3 Sterne. Das Problem ist halt auch, wenn du danach in die Wand rammst, dass du dann nicht siehst, wie viel du jetzt, was für eine Geschwindigkeit du jetzt hattest. Und auf den Tacho gucken bringt nichts, weil ich ja innerhalb von einer Millisekunde danach in die Wand knalle und ich weiß dann nicht, welche Geschwindigkeit hat er jetzt aktualisiert da mitgenommen und so. Ich glaube, das waren 259, das ist schon ziemlich nah dran. Aber das reicht natürlich trotzdem nicht. Wir brauchen 266. Das ist ganz, ganz, ganz knapp. Wisst ihr, was ich mal machen sollte? Ich sollte im Live-Tuning die... Warte mal, Anpressdruck. Eigentlich, ich muss das für bessere Lenkung in den Kurven. Warte mal. Ein hoher Anpressdruck verbessert das Fahrverhalten in den Kurven. Also, wir machen den Anpressdruck auf hoch. Und die Lenkempfindlichkeit auch ein bisschen höher. Und hoffen dann, dass wir dann besser in die Kurve reinlenken können. Weil das Hauptproblem ist momentan nicht die Geschwindigkeit vorher. Ich kann vorher locker 300 haben. Aber das Hauptproblem ist, die Geschwindigkeit mit in die Kurve reinzunehmen. Und deswegen verbessern wir jetzt mal das Lenkverhalten. In der Hoffnung, dass wir dann hier mit mehr Tempo... Oh, das war schon richtig gut. Der lenkt jetzt viel besser rein. Ich war nicht schnell genug, aber er lenkt jetzt viel, viel besser in die Kurve. Okay, das sollten wir jetzt aber hinkriegen. Also aller guten Dinge sind 20, ne? 20 Versuche und dann haben wir den Blitzer auch. Einer der... schwierigsten Blitzer, muss man ganz ehrlich sagen. Vielleicht ist auch gerade einfach Pech mit dem Auto hier, aber der ist auf jeden Fall richtig knackig da hinter der Kurve. Und wie viel hatten wir jetzt? Immer noch nicht?
Ach was! Neuer Rekord und immer noch nicht. Ah! Und jetzt? Jetzt hat er es zählen lassen. Jetzt war ich aber auch wirklich sehr schnell. Oder? Oder? Hat er jetzt den dritten Stern gewertet oder nicht? Ich glaube, ich war schnell genug. Jetzt hat er ihn. 290 km/h war ich schnell. Also ein sehr, sehr fieser Blitzer. Ich muss sagen, das mit dem Feintuning hat auf jeden Fall geholfen, weil dadurch konntest du halt besser in die Kurve reinlenken und die Geschwindigkeit besser mitnehmen. Das war auf jeden Fall sehr schön und damit hat er dann auch hier... Aber der Porsche ist inzwischen nur noch ein reinster Schrotthaufen hier. Der musste so oft da gegen die Wand knallen. Mit 300 Sachen, meine Güte. Was ein Blitzer, der war wirklich eine harte Nuss. So, hier ist der nächste. Aber das war wirklich einer der allerschwersten Blitzer bisher. Ich meine, es fehlt ja nicht am Tempo, ja. 266, das ist für den Wagen hier ja lachhaft wenig. Aber wenn das dann natürlich so gelegen ist, dass du da nicht schnell reinfahren kannst, dann wird das auch mit einem schnellen Auto natürlich irgendwann schwierig. So, jetzt geht's weiter hier hoch in die Berge. Und wie gesagt, wir machen heute nicht ganz so lange. Wir machen ein paar Blitzer, fahren ein bisschen Porsche. Und dann sehen wir uns morgen wieder, wahrscheinlich, oder übermorgen, mal gucken. Bin immer noch ein bisschen erkältet, leider. Dankeschön auf jeden Fall schon mal für die fetten Däumchen auf dem letzten Part. Da haben ganz viele Leute ein Däumchen dagelassen und viele nette Kommentare. Und nach dem ersten Tag hatte der schon über 10.000 Aufrufe. Das freut mich natürlich. Fette Grüße gehen raus. Und Dankeschön an alle, die es gesehen, geliked und sonst wie haben. Ich habe immer so ein bisschen Sorge, wenn ich dann mal ein paar Tage weg war, ja, so wie über die Feiertage habe ich ja keine Videos gemacht. Dann hat man immer Sorge, dass die Leute einen vergessen oder keinen Bock mehr haben dann auf das Projekt nach ein paar Tagen Pause. Aber ihr hattet Bock, ihr wart dabei. Das ist sehr beruhigend und freut mich natürlich. So, den Drift hier wollte ich gar nicht machen, deswegen bin ich nicht hier, sondern wegen einer Speedzone. Wenn ich das richtig sehe, ist hier aber leider Offroad. Wobei es nicht wirklich einen Unterschied macht. Das kann man. Selbsternannte Könner sind mit den Straßen hier oben am Diamond Peak Point überfordert. Das kann man auch mit dem Supersportwagen machen, weil macht nicht viel Unterschied. Die fahren alle nur gleich schnell im Gelände. Ich meine, gut, er steuert sich nicht ganz so geil wie ein Geländewagen, aber auch der Wagen kann halt eine gewisse Geschwindigkeit im Gelände halten. 154 reicht für 2 Sterne. Das ist eine enge Kiste. Ich weiß nicht, wie viel wir da brauchen. Wir gucken mal eben. 161. Oh, das war knapp. Das war knapp. Sollte man aber doch eigentlich mit dem Wagen hinkriegen. Wie gesagt, es macht keinen Unterschied. Klar, es ist kein Geländewagen, aber im Gelände sind die Autos sowieso reguliert auf maximal 200 noch was oder so. Das heißt, du kannst auch mit dem Supersportwagen eigentlich das ganz gut machen. Okay, versuchen wir es nochmal aus der Richtung hier. Als ich meinen Führerschein hatte, bin ich als erstes zum Diamond Peak Point gefahren. Nur um allen zu beweisen, dass ich es konnte. Und 162, das reicht. Es war ein bisschen unsauber, es war ein bisschen mit Kratzern, aber es reicht. Und das ist das, was ich meine. Du kannst halt mit dem Porsche das genauso machen. Du musst halt einfach ein bisschen durchrotzen durch den Schotter und einfach ignorieren, dass das Auto nicht dafür gedacht ist. So, hier, den können wir auch machen. 234, den machen wir aber dann von oben wahrscheinlich am besten, aus dem Tunnel raus. Vor allem, weil Porsche 918 im Tunnel natürlich sowieso schon mal eine nette Sache ist, ne? Yes, Rotz ins Gesicht, mal lieber. So, ich muss dringend mal zur Werkstatt. Das arme Auto, wirklich, das fällt langsam auseinander. Schauen wir mal, was wir da bei dem Blitzer holen können. Da kommt ja auch nochmal eine Kurve da vorne. Und das waren 334 und das reicht für 3 Sterne. Natürlich reicht das für 3 Sterne. Wenn da jetzt 334 nicht gereicht hätte, wäre ich auch ein bisschen skeptisch gewesen. Hier drüben haben wir noch was. 266 km/h. Da muss ich mal schauen, ob wir da irgendwie hinporten können in die Nähe. Ich porte sogar extra schon zu meiner Garage und mein Auto wird trotzdem nicht repariert. Ich dachte, Rev kann aber eben kurz den Schraubenschlüssel anlegen und dann ist der Porsche wieder wie neu. Aber gut, dann fahre ich halt eben hier durch die Tankstelle. Dann ist er auf jeden Fall wie neu. Die Tankstelle, die macht deinen Porsche mal eben ganz neu. Aber Rev kann das nicht. Ja, ja. Was für eine Welt. So, ich habe natürlich auch die Hoffnung, wenn wir hier solche Speedzonen machen, dass wir unterwegs auch noch ein paar Coins finden. Da fehlen nämlich immer noch 33, glaube ich. Aber bisher keine neuen gefunden, leider. Man muss halt auch sehr nah an denen dran sein, damit man da den Coin auf der Karte aufdeckt. Da muss man sehr nah dran sein. So, wir müssen einmal hier links rum. Hier haben wir auch letztes Mal Speedcross gemacht wieder. Und dann ist das hier ein Speedtrap. Vielleicht hat das sogar schon... Oh, das hat genau gereicht.
266 brauchten wir. Ich dachte so, ja komm, wir versuchen es schon mal aus der Richtung, aber nicht damit rechnen, dass es halt wirklich schon reicht, weil wir halt gerade erst Anlauf genommen haben. Und zack, habe ich genau 266 geschafft. Dadurch, dass ich zehnfachen, also Nitro auf 10 habe, hat der Nitro Boost halt sehr viel Power. Und zack, haben wir da mal eben hier genau die Zahl erreicht, die wir brauchten. Und jetzt haben wir, glaube ich, zwei Lieferungen, die wir aufmachen können. Eine Luftfederung, da habe ich ja nur schon 3 Millionen von. Ich glaube, ich tausche das mal gegen Geld ein. Ich brauche einfach nicht so viele. Teile-Token, Geld, sehr schön. Und in der zweiten haben wir wieder Token, ein bisschen Nitro. Das können wir auch zu Geld machen eigentlich, das brauche ich nicht. Damit haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Fortschritt gemacht. Speedtraps 29 von 45, das heißt, da fehlen noch 16. Und bei den Speedruns fehlen sogar nur noch 9. Da sind wir bald durch. Das ist sehr schön. Hier ist auf jeden Fall noch ein Speedtrap, den können wir noch eben machen. Da habe ich Lust drauf. Nee, also die Leute, die sich beim letzten Mal beschwert haben, oder was heißt beschwert, die Leute, die einfach als Kommentar oder Kritik geschrieben haben, Speedcross wird langsam langweilig, zu denen kann ich nur sagen, dann müssen wir sowas hier machen, ja, Autos fahren, Autos tunen, neue Autos kaufen und ein paar Speedcross, nicht Speedcross, ein paar Speedtraps und sowas machen, weil wir haben halt sonst nichts mehr. Natürlich kann ich mir auch, wir können auch demnächst mal uns ein neues Auto holen und noch ein paar Rennen fahren. Wir könnten mal wieder ein Drag-Auto bauen, die Fairlady aufbauen, das wollte ich ja machen. Und mit der ein paar Drag-Rennen fahren. Klar, das können wir auch machen, ja. Ansonsten ist nicht mehr viel. 290 werde ich aus der Richtung nicht schaffen, aber aus der anderen Richtung bestimmt. Wenn man hier richtig schön über die Brücke geheizt kommt und dann Nitro rauspfeffert, dann sollte man da bestimmt 290 schaffen. Hier ist noch einer, den können wir direkt mitnehmen. Dann haben wir zwei Dinger noch geholt. Und dann reicht mir das auch für heute. Die machen wir jetzt beide noch eben. Boah, genau hat's gereicht. Genau wieder wie eben. 266 auf den kmh genau getroffen. Also da muss man schon, das ist schon ein lustiger Zufall. Und hier haben wir 360 kmh und das reicht natürlich auch für die drei Sterne. Und damit haben wir beide hier geholt. Aber jetzt habe ich wirklich diese Folge, ich glaube dreimal sollte ich 266 holen und dreimal habe ich es genau auf den kmh. Beziehungsweise, nee, der in der Kurve, da war ich dann schneller. Da habe ich 290 geholt. Okay, aber zweimal sollte ich 266 holen und habe es genau getroffen. Und kein kmh zu langsam oder zu schnell. Und nochmal 266, also die haben es aber mit den 266, ne? Ist oft eine Vorgabe, 266, das scheint irgendwie die magische Zahl zu sein für drei Sterne. Aber ich meine, gut, das ist natürlich für den Wagen, je nachdem wie die Anlaufstrecke aussieht, gar kein Problem. Jetzt gerade bei dem, wo ich 290 haben sollte, habe ich 360 oder so gehabt. Also das ist gar kein Thema. Aber hier 266, da muss ich dann von der anderen Seite kommen. Von hier aus geht das, glaube ich, nicht. Wenn wir von hier aus kommen, müsste es aber eigentlich machbar sein. Und hier ist noch einer, den haben wir aber schon auf 3. Der war bei 210 km/h. Und das reicht. 286 sind auf jeden Fall mehr als 266. Nämlich genau 20 km/h mehr. Ja, den hat er aktualisiert. So, damit sind wir für heute durch. Wir haben wieder einige Blitzer gemacht. Und mir gefällt der Porsche sehr, sehr gut nach wie vor. Ich finde den cool. Mit dem macht es auf jeden Fall Laune. Und der kann die Speedtraps eigentlich alle ganz gut machen, muss man sagen. Damit sind wir jetzt auch bei 90%. Es fehlen uns nur noch 10%. Und dann sind wir durch mit dem Spiel. Also wirklich durch. Storytechnisch auch schon länger. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich freue mich wieder über Däumchen. Das war wirklich bei der letzten Folge sehr geil. Viele Däumchen, viele Views. Würde mich freuen, wenn wir das wieder ungefähr so hinkriegen. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich morgen oder die Tage wieder. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr heute Abend auf Twitch reinschaut. Ich werde heute Abend gegen, ja, vielleicht 6 Uhr, 18, 19 Uhr oder so. Vielleicht kommt das Video auch erst. Ja, also, jedenfalls schaut mal bei Twitch vorbei. Ich werde heute Abend PUBG streamen. Players Announce Battlegrounds. Und würde mich freuen, wenn ihr da reinschaut bei Twitch. Link in der Videobeschreibung. So, jetzt bin ich aber raus. Euer Walle. Bye, bye.